Was geht, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part des Let's Plays zu Pokémon Alpha Saphir Egglock Edition, Leute. Wir sind hier in der Siegestraße, knallhart, ziehen wir das durch, Leute. Zedra King. Ach du Heilige! Sind wir mit unserem Team, wir haben vier Pokémon bei... Wir haben vier Pokémon bei uns und ich habe das gute Tomageddon trainiert, Leute. Tomageddon wurde trainiert. Tomageddon ist nun Level 49, Leute. Und ja, mal gucken, ob das Ding rasieren kann. Es hat gute Attacken, es hat Donnerblitz, es hat Ladungsstoß, es hat Juwelenkraft, es hat Dönerwelle. Es kann richtig an der Welle drehen, Leute. Und ich hoffe einfach, dass wir mit diesem Team heute so einiges erreichen können. Und ich werde nicht bei uns im Pokécenter laufen und mir die neue Pokémon irgendwie machen oder sonst was ich gesagt habe. Ich zeige euch mal das coole Tomageddon. Da haben wir das Monster Tomageddon mit Juwelenkraft, Ladungsstoß, Dönerwelle und Dönerblitz. Ja, die Werte sind nicht ganz die geilsten. Aber wir hoffen einfach mal, dass wir mit diesem Pokémon, bzw. mit dieser Kombination, die wir jetzt noch haben, mit Luxra und Joker. Joker hat allgemein neue Attacken auch bekommen. Ich glaube, Hitzekoll habe ich ihm gegeben, Irrlicht habe ich ihm gegeben, was habe ich ihm sonst noch gegeben? Irgendwas sonst noch, ich glaube, Fokusstoß. Und ja, hoffentlich rasiert das Ding jetzt so ein bisschen, weil wir sind, glaube ich, kurz vor Ende der Siegestraße. Wäre Schwachsinn gewesen, hier einfach rauszulaufen, meiner Ansicht nach. Weil das ist noch der Raum, dann kommt Heiko, glaube ich. Okay, der Doppelkampf kommt hier noch. Das ist jetzt echt richtig scheiße, ihr wisst. Nuzlocke, Leute. Egglocke, Wetlocke, Dicelocke, whatever. Alle haben Angst vor diesen Kämpfen. Und ich habe ebenfalls Angst davor. Und ich habe die Attacke Flammensturm von Tenopte runtergenommen, weil ich Angst hatte, die nochmal einzusetzen in so einem Doppelkampf. Und deswegen tun wir mal so, als ob das gar nicht da ist und greifen einfach an. Gegen Gorit und Zeki. Die Zecke. Somnivora und Razaf. Somnivora? Somnivora wundert mich gerade sehr. Sehr, sehr. Aber okay. Hat das Ding... Ich weiß nicht, ob Razaf das hat. Ich werde erstmal auf den Flammenwurf gehen. Ich wollte sonst mich verirrlicht gehen auf den guten. Und dann machen wir noch einen Stromstoß, würde ich sagen. Ja, machen wir erstmal einen Stromstoß, dass Razaf weg ist. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass Razaf erstmal down geht. Sollte auf jeden Fall reichen. Und wir werden Kreuzscherer! Was ein Hex einfach. Mich wundert gerade, dass Razaf schneller ist als mein Luxra. Was? Das ist echt sehr merkwürdig. Und wir kriegen Level 49 auf Joker! Ba-ba-da-bam! Nice. Und es kommt ein Igler. Er dreht am Rad, wenn es Chupado ist. Einfach voller chillige Poke, ey. Er hat noch ein Pokémon. Das sollte eigentlich kein Ding sein hier für den King. Flammenwurf. Obwohl, wir können ein bisschen ausrasten, oder? Komm, machen wir mal einen Hitzekoller. Machen wir mal einen Hitzekoller. Und machen wir mal einen Knirscher. Das langt. Hitzekoller! Bam! Mega nice Animation. Und das ist gut Damage, den wir machen. Und Knirscher! Wap, 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 wap in die Speckschicht! Und tödle Somnivora! Du kleines fliegendes Fötusschwein! Und, ah, kein Level 50, wir messen damit das. Aber das ist egal, wir werden auch Heiko so hinkriegen, meine Freunde. Ich habe da echt richtig Angst vor Heiko. Übelster Fred einfach, dieser Mann. Er sollte jetzt hier oben sein. Oh, shit, Leute, wir sind wirklich kurz vor Ende. Ich habe richtig Angst. So, People, das Team wurde nochmal aufgeheilt. Und dann geht's jetzt auch los. Mit wem sollen wir starten? Mit wem sollen wir starten? Ich weiß gar nicht, wer ist Heiko startet. Ich habe gar keine Ahnung. Joker ist eigentlich immer das Gute. Joker ist eigentlich immer gut, meiner Ansicht nach. Ich hoffe, dass wir eine Chance haben gegen das Monster. Oder gegen sein Monster-Team einfach. Ey, mega Galaglar, die ist einfach ein pures Monster, Leute. Hi, Heiko! Scheiße! Hallo, Zero. Du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Danke, dass du dein Versprechen von damals eingehalten hast. Dass ich es bis hier geschafft habe, verdanke ich alleine dir. Ich konnte nur stark werden, weil ich damals gegen dich den Kürzeren gezogen habe. Du und dein Pokémon-Team habt bestimmt auch viel zusammen durchgemacht. Wir haben uns alle deutlich verbessert. Allein die hier gegenüber zu stehen, reicht, um diese Stärke mit jeder Faser meines Körpers zu spüren.
Und jetzt kommt die geilste Musik im ganzen Game einfach. Aber eins sage ich dir. Nochmal werde ich nicht verlieren. Ich werde diesen Kampf gewinnen für die Pokémon. Die mit Mut und mir zur Kraft gegeben haben. Na, okay, jetzt geht los. Und go! Pokémon-Trainer Heiko mit seinem Mega-Armreif oder Talisman oder was auch immer es sein soll. Er stand mit Altaria. Sehr schlecht für uns. Sehr schlecht für uns. Haben wir irgendwas Vernünftiges dagegen? Nope. Oh, die Atmosphäre hier ist einfach ultra geil, ey. Ich weiß nicht, ob der jetzt ein Feuer oder im Haut oder nicht. Wie viel Damage macht ein Flammenwurf denn? Wir gucken erstmal, wie viel Damage ein Flammenwurf macht. Es geht. Watteschild. Oh. Das boostet irgendwie hoch, ne? Verteidigung steckt dramatisch. Oh, das ist nicht sehr gut. Wir müssen weiter auf Flammenwurf erstmal gehen. Das reicht für ein Freehead auf jeden Fall, wenn wir den Hitzekoller töten. Bodyguard, das heißt keine Verbrennung, sonstiges, das ist mir aber egal. Wir rasten aus. Hitzekoller! Und das reicht locker. Da kannst du mir nichts erzählen, mein Freund. Ciao, ciao, Altaria. Und ein guter Erfahrungspunkt. Level 50 für Mr. Mythos. Magneton. Ach, verdammt, da hätten wir jetzt ein gutes Matchup gegen. Moment mal. Nein. Nein. Ich kann überlegen, was noch sonst Sinn macht. Black Pearl. Ist meiner Ansicht nach nicht schlecht. Maximum Mine. Und gucken wir einfach mal, wie viel Damage. Anyway, ich kann auch einen Drachentanz erstmal gehen. Komm, wir machen erstmal plus 1 Drachentanz. Wir tanzen den Dragon. Initiative sinkt. Ladungsstoß, das sollten wir resistieren eigentlich. Wie viel Damage macht das dann noch? Lächerlich. Expedidamus heilt uns aber sofort. Nice. Drachenstoß. Flying High! Boom! Und das ist der... What? Robustheit. Wollte gerade sagen, ey. Das war ja krass, ey. Und das war... Verteidigung sind stark. Kreideschrei, okay. Ich gehe auf eine Safe-Kaskade. Und da müssen wir mal überlegen. Wenn hier noch irgendwas reinkommt. Wenn das irgendwie uns physisch treffen sollte, wächst ich auf jeden Fall raus, weil... so ein minus 2 Death ist nicht ganz so geil. Enekoro. Ist das Typ Fee? Ich meine, das ist Typ Fee, ne? Ist das Typ Fee normal? Das muss ich jetzt mal nachgucken, Leute. Das ist wichtig. Ich habe keinen Bock, hier mein Team zu verlieren. Aber ich meine, Enekoro müsste auch Typ Fee sein, oder? Also macht es wenigstens den Eindruck, so süß, so niedlich, wie es ist. Ne, also das ist so eine Sache. Aber es ist nur Typ normal. Da können wir sogar eigentlich drinnen bleiben. Weil das Ding ist meiner Ansicht nach auch speziell. Und ja, wir bleiben einfach mal drinnen. Und hauen einfach nochmal einen Drachenstoß raus. Und gucken, wie viel Damage wir machen! Kazinga! Schambolzen. Ey, komm. Die Liebe ist kurz. Und schmerzhaft, der Nekoro. Du musst leider von uns gehen. Black Pearl tötet dir einfach seinen Lover. Roselia. Ich würde sagen, diese Blume verbrennen wir sofort mit J zu dem O, zu dem K, zu dem E, zu dem R. Joker. Boots! Da ist der Tyrann. Und wisst ihr, was der Tyrann kann? Der Tyrann kann diese Blume abbrennen. Und das sofort. Flammenwurf. Boots! Und das war's. Ich weiß nicht, warum ich Angst hatte, aber irgendwie glaube ich, dass da noch was kommt. Denn Galagladi wird so einiges drauf haben. Da kommt's auch schon. Galaglade. Gute Def. Amphi. Jetzt ein Amphi ein.
Tomageddon. Jetzt kommt das Armageddon, meine Freunde. Mit Tomageddon. Bats. Mal gucken, was wir so reißen können jetzt mit den Guten. Galagladi ist drinne. Sein letztes Pokémon ist er schon. Krass. Wir machen erstmal eine Dönerwelle, um erstmal safe zu gehen. Galagladi ganz klar in die Mega-Form jetzt. Boot! Fam! Mit dem geilen Bademantel auf Doom. Und mit den Rasierklingen auf Doom an den Enden. Sieht aus wie so Duell-Disc von Yu-Gi-Oh! Oder sowas. Oh, Zyukling macht Damage. Aber nicht so viel. Wir machen die Dönerwelle, um safe schneller zu sein. Mit allen Pokémon, sodass er auch noch vielleicht, ja, manchmal halt nicht trifft. Wegen Paralyse-Hex. Der Hex-Hex. Und wir gehen safe, safe, Dönerblitz. Dönerblitz, warum nicht Dönerblitz? Dönerblitz ist stark, Dönerblitz ist cool, Dönerblitz macht Damage. Dann kommt der Nahkampf! Dann kommt der Nahkampf! Ich hab das Ding unterschätzt. Ganz schön. Das wird mir aber nicht nochmal passieren. Huhu, holy moly, damit habe ich nicht gerechnet. Und das war's. Galagladi wird geklärt. Und wir sind 50 mit Joker. Plus 4 Angriff. Heiko wurde besiegt und wir haben wirklich noch das Pokémon, was ich zu diesem Part hier fertig gemacht habe, verloren. Das kann's doch nicht sein. Zero, du und dein Team, ihr habt uns als Gegner ernst genommen und euch im Kampf nicht zurückgehalten. Dafür möchte ich mich bedanken, aber ich möchte mich auch bei Galagladi und meinen anderen Pokémon bedanken. Ich habe das Gefühl, dass ich dank euch allen einen weiteren Schritt nach vorne machen konnte. Ach ja, ich habe ein Geschenk für dich. Hier als Andenken an unseren Kampf gegen mich und Galagladi und mein restliches Team. Funkelstein. Dann machst du für dich ein wenig Skill, wenn ja, dann wende es unbedingt einen Funkelstein an ihn an. Heute konnte ich dich zwar nicht besiegen, doch wart's ab, ich werde noch fleißig trainieren und dich eines Tages einholen. Bitte kämpfe gegen mich wieder, wenn ich dich herausfordere. Versprichst du es mir, ja? Können wir machen, Heiko, aber zunächst müssen wir erstmal was viel Wichtigeres machen, und zwar die Challenge beenden, meine Freunde. Ein finaler Part wartet noch auf uns, wo wir die Top 4 machen. Ich werde sie in einem Part machen, als Grande Finale in Kinospiel. Wie heißt das hier? In Spielfilmlänge, so nennt sich das. Und ich hoffe einfach. Oh, ein Megastein, nice. Mewtwo need Y! Nice. Ich liebe Mewtwo, Leute, wie ihr wisst. Und ein Mewtwo need Y zu finden ist. Nice. Y-Lon, das ist doch mega nice. Und wir nehmen uns unsere letzten Eier raus, Leute. Drei Eier brauchen wir und wir haben. Haben wir noch zwei? Wir haben noch zwei Eier. Okay, Leute. Dann werden diese beiden Eier jeweilig die letzten Teammitglieder werden. Flash, du warst klasse. Einsame Spitze. Einsame Spitze. Gengar haben wir noch was lebt. Gengar können wir mitnehmen. Wäre Gengar cool. Wir haben noch Absol, was mega nice ist. Ich glaube allgemein, um Brian den Gefallen zu tun, werden wir auch Absol ins Team nehmen. Für das gute Ampharos. Wir hatten eh ein zweites Elektro-Pokémon jetzt. Jetzt haben wir nur noch eins. Das ist schon ganz in Ordnung, so wie es läuft. Ah, Bisasam wäre auch richtig das Biest einfach, ey. Da müssen wir mal überlegen, Leute. Erstmal müssen wir gucken, was wir in den Eiern haben, Leute. Das ist viel wichtiger für unseren Teambau, als jetzt erstmal uns den Kopf zu überbrechen, was wir sonst unser Team nehmen zur Ergänzung. Wir müssen erstmal gucken, jetzt was jetzt. Weil diese Pokémon, die wir jetzt aus den Eiern kriegen, die kommen 100% ins Team rein, Leute. Von daher würde ich sagen, spreche ich nochmal allgemein, wie ich jetzt zurzeit die Lage des Kanals finde. Ich bin überwältigt, ganz ehrlich. Ich bin wirklich überwältigt, wie es zurzeit läuft. Ich werde nach der Challenge hier erstmal kein neues Log-Projekt machen. Ich habe eine Log in Planung, das wisst ihr, die Y. Aber das Ding ist einfach, mir fehlt da noch ein bisschen Zeit zu. Ich brauche ungefähr noch ein, zwei Wochen, um das alles fertig zu machen. Bis dahin werden auf jeden Fall noch hier, wie gesagt, der finale Part kommen von dem Projekt. Und auf jeden Fall wird noch kommen Hex
Ich werde mir in den nächsten Tagen wieder ein paar Hacks schnappen. Und wenn ihr in dieser Part hier aufgenommen ist, dann kann ich auch wieder Wi-Fi-Battles bringen. Das heißt, haltet euren Twitter-Account immer bereit. Guckt die Beschreibung, folgt mir da am besten. Weil wenn ihr mir auf Twitter folgt, ist es immer ganz gut, weil wegen, ja, da poste ich meistens, ey, ich hab grad Bock, Wi-Fi-Battle zu machen, hier ist mein Freundeskode, schickt mir meinen, dann adden wir uns gegenseitig und dann kämpfen wir einfach gegeneinander, ne? So ist das. Ich habe nämlich eine geile Rubrik vor auf meinem Kanal. Und die hat was mit Wi-Fi-Battle zu tun. Die werden wohl nicht regelmäßig kommen, so vielleicht ein, zweimal die Woche, wie gesagt, wie halt schon letztes Mal, als ich halt meinen Omega-Rubin noch hatte, die ich leider löschen musste. Wo ich leider alle Pokémon rübergetauscht habe. Und für alle Leute, die irgendwelche Wi-Fi-fähigen Pokémon haben, seien es N-Use, A-Use, P-Use, O-Use, Ubers, die wirklich von den Move-Poolen her gut sind, die könnt ihr mir ruhig schicken, Leute. Das ist also, falls ihr mir sagt, ey, Zero, benutze mal mein Lieblings-Pokémon hier, ich habe noch ein vernünftiges Team damit, dann kannst du das gut damit spielen und all sowas, dann könnt ihr mir, wie gesagt, schreibt einfach eine Nachricht auf YouTube oder auf Twitter, oder auf Twitter halt. Und also am besten eine private Nachricht immer, das finde ich immer am besten. Ich finde mich bei Twitter noch nicht ganz zurecht, so mit den ganzen Hashtags und all sowas. Ich bin da noch nicht ganz so dabei. Deswegen, also am besten eine private Nachricht schreiben auf Twitter oder halt auf, wie heißt das denn, YouTube. Und dann könnt ihr mir das halt sagen, so, hey Zero, ich habe noch hier diese Pokémon, deswegen. Es würde mir helfen, wie gesagt, dann könnte ich bessere Wi-Fi-Battles bringen, beziehungsweise mit mehreren Pokémon, was natürlich cool wäre, deswegen. Ich habe schon so einige Pokémon von euch bekommen, habe natürlich auch ein paar selber gemacht. Aber Leute, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange drum. Ihr wollt hier Eier sehen, von da geht's los. In 3, 2, 1, Egg, Lock, Start, die letzten Eier! Leute, es geht los. Das vorletzte Teammitglied wird nun geboren. Bitte lass es was richtig Geiles sein, was uns hilft bei der Liga! Oh mein Gott, ich bin so geheilt. Das allererste Pokémon der Egglock-Gym, was ich jemals gemacht habe, ist ein Freaking! So, wow, was ist da los? Ey, ist das geil, ey! Bam! Leute, es ist Razor. Razor lebt wieder! Er war unser allererstes Pokémon. Und er ist jetzt zu uns zurückgekehrt. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Können wir das noch toppen mit dem anderen Ei? Das wäre unglaublich. Oh, Razor. Du bist einfach wieder in unserem Team. Das ist, oh mein Gott. Das ist unbeschreiblich geil. Ich kann endlich ein Zoroark benutzen. Nice. Nice. Oh mein Gott. Das ist cool. Ich hoffe, es entwickelt sich nicht irgendwie per Nacht oder so, weil wir haben gerade Tag und ich wollte das Ganze eigentlich jetzt aufnehmen. Aber Leute, Zoroark, das ist doch mal mega nice, ey. Es kann mir keiner nehmen vor der Liga. Wir sind gerade bei der Liga. Was haben wir denn für Liga-Kämpfe? Was sind da für Leute? Wir haben Eis, wir haben Drache, wir haben Geist, Eis, Drache und Unlicht, ne? Ja.
Und dann halt noch Stahl. Oh, Tenoppe darf vorher nicht abkratzen. Also beim Arsch gegen Mega Metagross. Das wird ein Kampf, Leute. Auf Leben und Tod. Und ich bin gerade ehrlich zu faul. Hier noch einen zweiten Beat reinzuschneiden. Deswegen fahre ich das Ganze jetzt zu Ende. Sind euch schon mal die schönen Blumen hier aufgefallen? Wunderbar, oder? Oh mein Gott, wann schlüpfst du aus, ey? Oh mein Gott, Leute, ich bin gerade gefühlt eine Tour de France gefahren. Um dieses verdammte Ei aufzumachen. Und wenn das jetzt nichts Geiles ist, dann raste ich aus. Jawohl, Tani! Alter, Troy. Alter, das wird Troy töten, Leute. Das wird der Destroyer einfach. Es wird der Troy Steuer, Leute. Der Troy Steuer. Destroyer, Troyster. Keine Ahnung, wie soll ich es schreiben? Ich nenne es jetzt Troyster. Troyster. Oder Troy. Ich nenne es einfach Troyster, okay, Leute? Der Troyster will Troy killen. Wir werden uns jetzt die Move-Pool angucken von den beiden Pokémon und bitte lass es was Geiles sein, ey. Ah, das Wesen ist nicht ganz so geil. Bodycheck. Aber. Wuppalata. Neutral Druckbild, Silberblick von der Knecht. Gut, Leute. Unser Team steht. Ich kann Brian wieder rauswechseln, weil wir wieder Unlicht-Pokémon haben. Brian, es tut mir so leid. Sad Story, Bro. Und wir werden ein anderes Pokémon reinmachen. Und welches Pokémon wollen wir reinmachen? Welches Pokémon wollen wir reinmachen, Leute? Brian kommt raus. Wir haben ein Unlicht, ein Stahl-Psycho, ein Drache, ein Feuer, ein Elektro. Wir haben kein Wasser-Pokémon, sehe ich gerade. Ah, wir haben ja einen Auswahl zwischen einem Wasser-Pokémon. Wir können auch ein Gift-Pokémon reinnehmen, und zwar ein Gift-Pflanze. In Form eines Bisaflors. Wir können auch Wasser, Elektro habe ich ja schon. Ich finde Bisasam eigentlich ziemlich geil. Deswegen werden wir Bisasam auch ins Team nehmen, Leute. Leute, unser Team steht. Ich werde es trainieren. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Pokémon. Alpha Saphir Egglock Edition zum großen Finale. Schalt beim nächsten Mal wieder ein, seid gespannt, haut rein, bis zum nächsten Part und ciao Leute, euer Zero. Und freut aufs Finale, es wird geil.